Hi guys, Mike hier und willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video wollen wir sprechen über den Barbecue der Marke Next Grill. Und wir packen das Ding jetzt einfach mal aus und gucken, was da drauf hat. Ich weiß nicht, ob man den vergleichen kann mit dem Weber Barbecue. Wir hatten damals einen Weber, Weber heißen hier auf Deutsch, nicht Weber, Weber. Zu lange in Kanada. Und jedenfalls hatten wir den Weber Grill damals, da waren wir super mit zufrieden. Und jetzt Ende der Saison haben wir uns überlegt, zum Wohnwagen brauchen wir natürlich ein Barbecue, weil wegen Feuerbann in Kanada hier ist immer so ein bisschen tricky mit Grillen und hast du nicht gesehen. Und deswegen haben wir den hier genommen und der kostet nur ein Drittel von dem, was der Weber kostet. Und ob man die miteinander vergleichen kann, weiß ich nicht. Wir packen das ganze Ding jetzt aus, gucken uns das Ding an, bauen es zusammen und schmeißen ein paar Steaks drauf. Und dann geht es auch schon direkt los. Was ich festgestellt habe, hier sind also nur Kreuzschlitzschrauben dabei, keine Muttern. Und das finde ich schon mal richtig gut. Wenn man natürlich keine Schraubenzieher hat, ist man auch wieder angeschmiert. Thank you.
So Leute, das war's. Wir haben das Ding zusammengebaut. Das ging eigentlich ziemlich ratzfatz hier. Nicht länger als eine Viertelstunde. Und man braucht nur einen Kreuzschraubenzieher. Und ich hatte eigentlich geplant, hier einen Schlauch anzuschließen. Wo die Gasflasche sitzt, die kleine, aber habe ich nicht dabei, habe ich zu Hause vergessen. Und aufgrund der Tatsache müssen wir mit der Flasche grillen hier, aber soll auch nicht das Problem darstellen. Wie gesagt, super einfach im Vergleich zum Weber. Wir werden jetzt ein paar Steaks draufhauen und gucken, wie das Ding performt. Aber das machen wir ohne Kamera. Und dann werde ich euch berichten, wie es funktioniert hat. Alles klar, Freunde. Wenn ihr irgendwelche sinnvollen Informationen in diesem Video gefunden habt, die euch weiterhelfen, lasst ein Like und Subscribe da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis dann. Ciao.